Emsiges Gewusel herrscht hier an der Hochschule Ingolstadt fast immer. Diesmal war der Grund jedoch ein ganz besonderer. Ingolstadt ist als eine von vier bayerischen Hochschulen zur Technischen Hochschule ernannt worden, neben Deggendorf, Nürnberg und Regensburg am Bergweiden. Beim Festakt waren neben Hochschulpräsident Prof. Dr. Walter Schober auch hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft vertreten. Diese Auszeichnung würdigt unter anderem die fachliche Breite und Leistungsfähigkeit in Forschung und Lehre sowie die hervorragende Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Für Ingolstadt bedeutet das zum einen ein international höheres Ansehen und es gibt eine Zusatzförderung von 1 Million Euro jährlich zur Verbesserung der Rahmenbedingungen. Für das kommende Wintersemester liegen aktuell 2600 Bewerbungen auf 1100 Studienplätze vor. Die Ernennung zur Technischen Hochschule wird in den kommenden Jahren das Gewusel bestimmt nicht weniger werden lassen.